Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Games zum Montag. Heute mit, machen wir es kurz, Wet für die PlayStation 3. Ja, das Mädel sieht doch schon nach Action und Spannung aus. Finde ich, ja. Ja, das Spiel hat auch nicht viel gekostet und deswegen habe ich mir das mal zugelegt. Waffe sichern und laden. Warum auch nicht? Schlüpfe in die Rolle der freiberuflichen Auftragskillerin Ruby, was Malone, die über ein beträchtliches Arsenal akrobatischer Manöver, ein außergewöhnliches Können in Schwertkampf und zwei Pistolen verfügt. Genießt die Freiheit in einem Abenteuer, das auf drei Kontinenten spielt, jederzeit an jedem beliebigen Ort schießen zu dürfen. Ja, ist an sich nicht schlecht. Akrobatische Tricks der Spitzenklasse. Fantastische Schwertangriffe aus der Luft und jede Menge Leichen garantieren interaktive Action vom Allerfeinsten. Ja, warum auch nicht? Und hier? Kombiniere mit einem 360 Grad stufenlos verstellbaren Schusswaffen-Zielsystem, Schwertkämpfen und akrobatischen Fähigkeiten drei verschiedene Spielweisen nahtlos miteinander. Okay? Genieße den Stil einer einzigartigen visuellen Retrofilm-Behandlungen. Behandlungen mit stilisierten Charakteren und einer von den 70er Jahren inspirierten Original-Hintergrundmusik. Okay, das klingt kompliziert und vielversprechend. Ein Ja gibt's hier auch. Scharfstellen bitte. 2009. Scharfstellen? Es wird nicht scharf, oder? Doch jetzt. Okay, sehen wir uns das Spiel an. Wet. Leider noch nicht. Ab 18, ja, muss gesagt werden. Und das Booklet. Ja, schönes Bild. Da ist nix. Hier haben wir ein Bild von ihr. Ja, warum nicht? Hier und hier. Aha, der Spiele-Titelbildschirm vermutlich. Hier das Pausenmenü. Auch wichtig, ja. Spielbildschirm. Komplizierter Scheiß. Steuern von Ruby. Ja, ja, das sehen wir dann. Geteiltes Zielen. Ruby-Sicht, Schwertkampf, Verbesserungsgeschäft. Ja, warum nicht? Oh, hier Charakter. Ruby. Ming. Milo. Okay, was sind das für Typen? Ja, da geht's noch weiter. Trevor Eckers, William Eckers, Rupert Pelham, Christopher Sorrell und hier oben Yunling natürlich, C. Collector, was C. Collector, ach so, Tarantula, was? Warum? Könnt ihr euch durchlesen, werde ich dann nachher privat auch tun, aber warum Tarantula? Ja, und mehr gibt's dann hier auch nicht zu sehen. Deswegen legen wir los mit Wet. Viel Spaß! Okay Leute, legen wir los. Mach dich auf jeden Blödsinn gefasst. Wet. Ja, okay, drücken wir Start. Ich bin gespannt. Automatisch speichern, das ist immer gut. Ja, habe ich verstanden. Ich habe weitergedrückt, danke. Es wurde kein gespeicherter Spielstand gefunden. Ja, macht Sinn. Macht auch Sinn. Erstellen wir mal so einen. So, was geht es in anspruchsvollen Liefern ein? Ach so, Schwierigkeitsdingens hier. Wow, Femme Fatale und goldene Kugeln. Kann ich aber nicht. Eine einzige Kugel schaltet die Gene aus, allerdings ist Rubins Gesundheit beschränkt. Aha. Nicht weit das Kanonenfutter. Ein Kinderspiel. Gedungener Mörder. Was ist gedungener Mörder? Anspruchsvoll und liefern einen harten Kampf. Ja, komm, wir machen das. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Leicht wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu leicht. Könnte sein. Leicht zu leicht, vielleicht. Ja, ich höre schon auf damit. Boah, dieses diese Ladesequenz da unten rechts. Okay. Was? Punktemultiplikator. Aha, Gesundheit regenerieren. Aha. Affenspielzeuge sind schwer zu finden. Wenn du ein Spielzeug hören kannst, bist du nah dran. Affen spielt was zum? Okay, das war seltsam. Also los, der alte Mann soll ja nicht warten. Mir wurde gesagt, Mr. Eckers schickt eine Frau. Eine Erinnerung. In letzter Minute. Stattdessen schickt er mich. Und Sie sind? Simmons. Nun, Simmons, ich mag Änderungen nicht.
In jedem anderen Fall würde mein Riecher mir sagen, die Tür rauszugehen und auf das Geschäft zu pfeifen. Cool bleiben. Ich will nur das Geschäft für Mr. Eckers abwickeln. Ist das die Kohle? Ja. Können wir jetzt endlich? Du weißt so gut wie ich, dass die Ware im Behälter nicht lange haltbar ist. Gut, bringen wir es hinter uns. Dein Riecher? Du solltest ihm öfter trauen. Okay. Dieser Drecksack hat meine Kiste. Na also. Wow, mitten ins Getümmel rein. Ja, super. Ruby. Springen. Greife Gegner an, während du durch die Lüfte springst. Das zum Springen und R1, um zu schießen. Aha, habe ich verstanden. Wo sind denn Gegner? Da. Erzielen muss ich auch noch. Aha. Habe ich verstanden. Greife beim Rutschen Gegner an. Drück das, um zu rutschen. Ja, verstehe. Aha. Okay, so ein Tutorial finde ich cool. Wandlaufen. Greife beim Wandlaufen Gegner an. Halte R1 gedrückt, um an der Wand zu laufen. Oh, klasse. Wo ist der denn? Da. Shit. Was? Ich lauf doch an der Wand entlang. Was? Ich hab ihn doch erwischt. Okay, das ist seltsam. Man kann nicht wirklich gut zielen an der Wand. Es hat scheinbar gezählt. Immerhin das. Yeah. Komm schon, stirb. Wer ist noch da? Ah, es ist schwer zum Zielen, ganz im Ernst. Wo ist der Kerl? Da! Shit! Shit! Ist gar nicht so leicht, um zu zielen. Ja, komm schon. Na, komm schon. Ja, gut. Schönes Tutorial, muss ich sagen. Aber fast nicht zu schnell. Nee, 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 nee. Bingo. Ja, es war ein Kopfschuss, deswegen Bingo, vermutlich. Komm schon. Ha. Und du noch hier. Das sah seltsam. Wow, bin ich gleich tot oder was? Diese. Was? Diese Striche links und rechts haben ziemlich irritiert. Aha. Aha, scheiße. Ich bin schon draufgegangen. Ja, klasse. Super Spiel. Ja, das habe ich verstanden. Was ich da... Auch das Tutorial muss ich nochmal machen. Ja, super. Wir machen ja den ganzen Scheiß halt nochmal. So, und jetzt noch wieder dieser tolle Trick hier. Na, das funktioniert nicht richtig, ganz im Ernst. Das funktioniert echt nicht richtig. Es tut mir leid. Ich hab ihn doch erwischt! Ich treffe ihn nicht. Doch, das hat gezählt. Gott, ist das komisch. Das ist echt eine überkomische Steuerung. Muss echt, wow. So ist das eben. Ja, du mich auch. Wo jetzt? Wo jetzt? Nein, shit, nicht in das Feuer laufen, bitte. Sind die Kerle da?
Ja, ja, ist in Ordnung. Das ist echt nicht leicht. So, beide auf einmal, komm. Was, ich hab den nicht erwischt hier? Verarschen? Verarsch mich doch nicht. Man sieht die Typen auch nicht gut, versteht ihr? Und manchmal kommt dieses Slow-Mo und manchmal nicht. Das ist echt ein wenig seltsam. Komm schon, du bist doch tot. Ich dachte, du bist tot. Irgendwie. Boah, wie viele Treffer brauchen die denn bitte? Nein, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer. Nein, nicht über das Feuer laufen, verdammt. Ich denke, die kann rüberspringen, aber scheinbar... So, ist noch jemand da? Ja, da. Hab ich erwischt, oder? Jetzt noch da. War es das jetzt endlich? Danke. Simmons. Es geht genau gleich weiter, oder? Während der akrobatischen Zeitlupe zielt Ruby mit ihrer zweiten Schutzwaffe automatisch auf einen nahen Gegner. Benutze geteiltes Zielen. Wie geht das? Aha. Hab verstanden. Ich habe nur auf den rechts gezielt, den links hat sie selber angegriffen. Habe ich verstanden. Wer schießt denn da? Licht aus. Ja, würde ich auch sagen. Da! War das ein Affen? Ja. Das war ein Affenspielzeug. Warum? Das ist echt eine komische... Was? Neugieriger Affe. Das ist echt eine komische Steuerung. Und sie funktioniert auch nicht so gut, wie ich es gern hätte. Ah, so funktioniert also auch. Verstehe. Ich hätte doch besser auf leicht gespielt. Aber für so nahe Gegner werde ich dann gerne mein Schwert... Sagt mir. Einsetzen. Ich habe was auf dem Rücken irgendwie. Nehmt einen Schluck. Trinken. Betäubt den Schmerz. Finde Getränkekisten, um Rubys Gesundheit wiederherzustellen. Ah, ich dachte jetzt das hier. Ja, sie ist die Obercoole, nicht wahr? Okay. Was ist das hier? Kann ich nicht damit agieren? Ja, sie ist die Ultra-Coole irgendwie. Kann ich jetzt hier durchgehen? Ja, könnte ich, aber... Ne, ansonsten ist hier nichts mehr. Aha. Aha. Ja, ist klar, Ruby. Jetzt seh ich dich. Oh, fuck, zu viele Gegner. Ja, klar, ja, klar. Super. Benutze das Schwert. Aha. Ah. Na also, sieh mal einer an. Du fliegst. Ich komme. Verdammt. Kann dazu benutzt werden, zu zerstören. Aha. Und da drin? Ja, da ist was, aber ich kann es nicht aufnehmen. Nee, da ist gar nichts drin. Ich hoffe, ich muss mich nicht beeilen. Okay, gehen wir weiter. Oh, was? Während du an Leitern hängst. Verwende links, um runterzurutschen und das, um zu schießen. Rutsche ich gerade runter? Sieht so aus, ja. Okay, cool. Okay, cool. Die Steuerung macht sich langsam aber sicher doch relativ gut. Ja, genau so will ich das Schwert einsetzen. Genau für solche Dinge. Und jetzt. Hier weiter vermutlich. Und. Oh, dieser miese Penner. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Yeah, ultra cool. Und nun? Da oben ist noch was. Ich hab's gesehen. Jawohl.
Oh ja, das war Instinkt, Leute. Das war Instinkt. Das kann man nicht lernen. Das war Instinkt. Stangenwerbler. Benutze Stangen, um einen Luftvorteil zu erlangen. Drücke Y. Aha. Ja, und nun? Spring doch ab, verdammt! Stirb! Jawoll! Drücke das, um an Hindernissen hindurch zu rutschen. Was? Ach so, ja, ja, hab ich verstanden. Ist mir auch klar. Und wo? Ah, hier. Yeah, okay. Um loszulassen. Auch verstanden. Und ansonsten sind hier zu wenig. Ah, da hinten ist noch was. Das sind einfach nur Punkte hier hinten. Aha, und noch ein Affenspielzeug. Sehen wir uns das Ganze mal an. Ups, da habe ich schon kaputt gemacht. Warum Affenspielzeuge? Was soll denn das? Ernsthaft? Oh, da! Nimm das, du Penner. Sie muss auch nie nachladen und so. Das ist irgendwie schon praktisch. Du sollst das Ding aufmachen, habe ich gesagt. Mach es jetzt auf. Na komm schon. Diese Tür ist nicht so massiv wie die letzte. Und da kann ich wieder was trinken. So. Prost. Naja, was dieser Move immer soll, ich weiß es auch nicht. Ist wahrscheinlich cool oder so. Was hat der Penner da drin? Besonders ist das ganze Spiel jetzt, diesen Kerl verfolgen, ist das nur das Intro. Okay, die Musik rockt irgendwie. Wow. Mal 3. Deaktiviere alle Portale und töte die übrigen Feinde. Was soll ich? Ja, es gibt doppelt so viele Punkte, nehme ich an. Aber was will ich mit Punkten? Hier hast du. Ich kann da nicht hochrennen, verdammt. Warum nicht? Ich komme da irgendwie nicht hoch. Oder muss ich die Dinger treffen? Weiß gerade nicht. Egal. Scheiß auf diese Combo-Dinger. Interessieren mich gerade nicht. Moment. Da komme ich hoch. Ich muss den anderen treffen, verdammt. Ich habe eine zweite Waffe. Wow, du lebst noch. Gesundheitsregner. Ohne Getränkekisten regenerieren sich Rubis gemäß einer Multiplikation. Je höher der Multiplikator, desto schneller steigt ihre Gesundheit wieder. Habe ich verstanden, ja. Gut. Wie es hier alles keinen Sinn macht, wie ich hier hochgehe. Geh doch da hoch, verdammt! Wie soll ich da hochkommen, bitte? Wie soll ich da hochkommen? Da oben! Kann ich hier hoch? Ja, genau, da hoch. Nun? Ah, jetzt komme ich da. Ah! Ach so! Ah, jetzt verstehe ich das erst. Jetzt habe ich das erst verstanden. Ist der Kerl tot da oben? Ich glaube ja. Ah, es funktioniert nicht immer ganz so gut, die Wand entlang zu laufen. Nee, irgendwie weicht sie da immer aus. Egal. Und jetzt spring doch mal! Ihr macht mir auch zu, genau. Und dann, yep. Oh, es ist echt schwer, hier so zu spielen. Es tut mir leid. Ja, ja, rutsch mir den Buckel runter hier. Ja, finde ich auch. War da hinter mir gerade einer? In so einem mieser Penner. Boah, da! Du verdammter Wichser. Ich mag die Musik echt gerade. Bräuchte mal ein wenig Gesundheit.
Das sind die Idioten. Da kommen immer neue, kann das sein? Wo muss ich denn noch hin? Ja, mir wurde es gerade angezeigt, ich weiß. Aber dieser Multiplikator-Scheiß, ich verstehe das nicht. Wo? Da. Aha. Und springen. Abspringen. Was tut sie da? Leute, das Spiel hat gerade gebuggt. Habt ihr das gesehen? Bin überzeugt, das sollte so nicht sein. Sollte so echt nicht sein. Waren das alle, bitte? Bitte! Ne, da unten sind noch mehr Köpfe. Mein Gott, wie ich einfach nicht treffe. Du hier noch? Wo denn noch? Was ist jetzt mit der Zweitwaffe von der? Hat irgendwie nicht viel gebracht. Da kommen immer mehr. Ich muss irgendwie da hochkommen. Verdammt nochmal. Ich muss irgendwie da hochkommen. Aber wie? Alter, kommt immer... Oh shit, ich bin gleich tot. Nein, nicht gleich tot sein, bitte. Nein, nicht gleich tot sein, bitte. Bitte nicht. Hepp. Und abspringen, komm schon. Ich muss das hier noch kaputt machen, unbedingt. So, jetzt aber. Da. Ja, ich dachte, wir sind Punkte-Multiplikatoren, oder? Sie backt schon wieder rum. Oh, Gott sei Dank. Verbesserungsgeschäft. Neue Fähigkeiten kann Ruby für Stilpunkte im Verbesserungsgeschäft kaufen. Das Verbesserungsgeschäft ist von den Auswertungsbildschirmen für die Arena und die Kapitel zugänglich. Ja, das war... Ja, da steht schlecht. Ja, ich dachte echt, das seien nur Multiplikatoren. Ich habe gar nicht begriffen, dass ich diese Dinger wirklich zerstören muss. So, kann ich mir jetzt irgendwas kaufen? Kann ich. Lebensblock. Das Leben ist viel zu kurz. Erhöhe Rubys Toleranz für Schmerzen. Aber klar doch. Oder. Schlage sie in Stücke. Lass Ruby auf Gegner einhauen, während sie über den Boden rutscht. Da qualmt die Handfläche. Lasse Ruby auf Gegner schießen, während sie in einem... runterrutscht, wäre auch geil. Na komm, ich nehme das hier. Und ich nehme das hier. Shit, ich hätte mir noch mehr von diesen Dingern kaufen können. Scheiße. Egal. Egal. Ja, will ich beibehalten. Okay. Ja, ist ein bisschen viel Action auf einmal, würde ich sagen. Was ist jetzt? Last call for refreshments, folks. Go right this second to get something good to eat and drink to enjoy now or during the rest of the show. The finest quality ingredients are in the fixings of the delicious foods you'll find waiting to tempt your appetite at the snack bar. Extra special good hamburgers, wonderful donuts, ice cold thirst quenching drinks. It's showtime, folks. Enjoy the show. Was war das gerade für eine Schleichwerbung, bitte? Ich meine... Warum? Da ist er. Man kriegt wirklich keine guten Leute mehr, ehrlich. Fick dich doch. Geländersprung. Drücke L1, während du dich am Geländer bewegst. Dich von der anderen Seite herabzuhängen. Was? Vom Sims weg und drücke A. Okay. Na los! Hoch da! Bist du tot? Du bist tot, gut. Hier kann ich weitermachen. Ruby-Sicht. Ruby ist immer auf der Suche nach Akrobatik-Elementen. Halte das gedrückt, um die Sicht zu aktivieren. Aha, habe ich verstanden. Schafft sie diesen Sprung hier? Oh mein Gott, sie schafft ihn. Das war gut knapp. Hier rein kann ich nicht. Ja, ist wirklich so wie Mirror's Edge. Dann gehe ich mal darüber. Na, na, was zum? Hör auf damit! Hier rüber, sehr gut. Dann springen wir hier rüber. Ja, hier ist bestimmt irgendwo ein Spielzeug.
Na los doch. Was? Ach so, jetzt hier rüber. Verstehe. Leck mich, ihr Typen. Und nu, was zum? Wo? Ah, da. Ruby, dieser Sprung ist ein bisschen blöde, weißt du? Wo springt sie hin? Shit, ich wollte doch nur zur Seite springen. Oh nein, komm schon. Wo muss ich jetzt weiterspielen? Bestimmt wieder von Anfang an, nicht wahr? Oh, Menschenskind. Das Spiel ist... einfach nur... Ja, nee, schlecht ist das falsche Wort, definitiv. Aber ein paar mehr Checkpoints wäre schon cool. So. Hätte ich mir vielleicht aufsparen sollen, aber bringt mir ja gar nichts irgendwie. Ja, ja, hast du mir schon gesagt, Spiel. Und darüber. Und gut, und hoch da. Sie steckt fest. Ja, manchmal funktioniert es nicht ganz so gut, wie es sein soll. Jetzt! Bist du bescheuert? Mein Gott! Warum hat sie sich jetzt da nicht festgehalten? Ja, es funktioniert nicht ganz so gut, wie es funktionieren sollte, glaube ich. Nervig. Ja, wir sind immer noch am Beginn des Spieles. Hallo, hier sollten noch nicht so, ich sag mal, nervtötende Passagen kommen. Ich meine, hier hinstehen, dann L1 drücken. Ja, jetzt klappt's auf einmal. Das ist seltsam. Und spring los. So. Nun mach es bitte richtig. Hierhin, darüber und springen. Hier, fick dich. Dann würde ich gerne darüber. Hep. Ja, das klappt ja bisher. Ja, nee, die Steuerung ist wie gesagt noch nicht ganz so perfekt, wie sie sein könnte. Deswegen, ja, nervt mich das ein wenig. Wir müssen mal zum Augenarzt. Warum zum Augenarzt? Hier oben möchte ich ungern springen, versteht ihr? Was zum? Ich kann auch nicht so wirklich genau zielen. Ich wollte schon sagen, treffe ich den mal? Schafft sie das? Das schafft sie, okay. Warum kann ich hier nicht reingehen? Ah, da unten. Mann, ich treffe sie nicht. Die Steuerung ist nicht so genau, wie sie sein könnte. Oh, shit. Nein. Oh nein, nicht ich jetzt, oder? Okay. Ich dachte schon, ich müsse mehr tun, als nur eine Taste drücken. Wow, okay. Okay, es war gut, es war gut. Fickt euch. Flittchen? Flittchen, hast du gesagt? Ach ja, ich gebe dir mein Schwert. Angeschmiert. So, ich könnte... Was sind das für Autos, bitte? Ach du Scheiße. Ja, ihr könnt jetzt wieder, wie gesagt, noch überall nach solchen Affenspielzeugen suchen, aber... Nee, ich gehe erstmal wieder was trinken. So, hepp und bam. Mache ich von jetzt an auch, wenn ich was trinke. Ist doch cool. Offenbar. Aha, wird gespeichert. Und nun kann ich hier hoch. Ja, wenn es mal sein... Oh nein! Ja, wenn es denn an einem Punkt ist... Wow, da bewegt sich ein Laster. Wenn sie mal an einem Ort wirklich hochklettern muss, dann funktioniert's. Aber es ist nicht immer ersichtlich, wo sie das muss und wo nicht. Mensch, bin ich gut. Fick dich, Ruby. Was? Mein Gott, kann ich nicht zielen. Ruby? Stirb, stirb, stirb. Dankeschön, danke sehr.
Haben wir Zucker hier drin? Ich glaube ja. Hier noch irgendwo ein Affenspielzeug. Ja, klar, so ein Fass kann ich nicht kaputt machen. Hm, ist klar. Ist klar. Was steht da drauf auf dem Fass? B-O-4-5. Ist ein cooler Ort, um irgendwie was zu verstecken. Was? So. Warum hat jetzt meine Waffe da gerade aufgeleuchtet? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt keine Munition mehr oder was? Kann sie nicht Türen normal aufmachen? Bitte? Scheiße nochmal, geh auf! Ruby, man kann Türen auch normal öffnen, verstehst du? Nur so als kleine Information am Rande. Hier ist noch niemand, aber gleich werden hier unzählige Gegner sein. Bin ich ganz sicher. Hallo? Hallo? Essen. Da! Könnte ich den theoretisch erschießen? Ja, wird mir als Gegner angezeigt. Tue ich das? Dann tue ich das halt. Ich glaube das einfach nicht. Was? Was zum? Ich gebe dir Pfeffer! Noch nie geschossen, was? Nee, der hat auch keine Waffe. Da hinten war doch noch einer, ja, da! Rutscht mir den Buckel runter! Nein, sollen sie nicht tun. Da liegt jetzt eine Waffe, warum kann ich die nicht mitnehmen? Das ist dumm. Das ist dumm. Aha, da hoch kann ich auch. Okay. Yeah, diese Ultra-Moves hier, die sie an den Tag legt. Oh, die hat springen. Was? Was? Das wurde mir so angezeigt, dass ich darüber springen muss. Was soll denn das jetzt? Oh, Menschenskind. Und ein paar mehr Checkpoints wären auch cool. Echt. Nicht, dass man immer wieder zu Beginn anfangen muss. Das ist ein wenig nervig, muss ich sagen. Ja, komm. Voll geschossen, du Trottel. Ich bin noch da. So. Schüsschen. Wo? Da! Ihr hässlichen Schwachköpfe. Ja, würde ich auch sagen. Warum überlebst du einfach? Fick dich. Wisst ihr, hier rein will sie jetzt nicht. Hier ist bestimmt irgendwo ein Affe. Nicht? Nee. Hier drin. Will sie auch nicht kaputt machen, diese Kisten. Ist nicht immer so ganz ersichtlich, was kaputt gehen kann und was nicht. Aber ernsthaft, wo muss ich jetzt hin? Ja, von hier ist es mir klar. Hier muss ich darüber. Und dann? Ernsthaft, und jetzt? Ah, da oben ist er. Ich kann gar nicht so genau schießen. Doch, gar nicht. Licht aus. Ja, und jetzt? Wo? Da. Ne, ich kann... Was zum... Ich kann gar nicht so genau zielen. Das? Mehr Glück, wenn ich den so treffe. Aber ernsthaft, wo muss ich jetzt lang? Geradeaus oder da aufs Vordach? Spring mal da aufs Vordach. Na? Das sieht doch echt so aus, als ob ich gerade ausspringen muss, oder nicht? Ja, jetzt klappt es auf einmal. Jetzt klappt es auf einmal. Habe ich ihn erwischt? Nein, habe ich nicht. Jetzt! Verdammt! Was? So willst du nicht da reingehen? Doch, will sie. So, Schnauze jetzt. Was ist das für eine verkackte Uhr da oben? Ernsthaft? Gefällt mir nicht. Hier noch was zerstören? Nein. Das sieht auffällig aus. Das ist nur ein Fernseher. Standbild. Kann ich auch nicht kaputt machen. Na super. Hier? Kann ich nicht durch. Warum sprechen die Englisch, verdammt? Aha, immer. Irgendwo ist hier ein Spielzeug. Stimmt hier drin. Oder hier.
Seh ich dich. Wo hat der Penner gerade hingezielt? Habt ihr den gesehen? Oh shit! Möchtest du den Affen haben? Wie komme ich zum Affen? Der muss hier irgendwo sein. Ich habe das Gefühl, ich muss nochmal raus. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Oh, ist das dumm! Wenn ich echt nochmal nach draußen muss, oder müsste... Hä? Der Affe muss hier irgendwo sein. Jetzt ist er doch ganz nah. Bestimmt da drunter oder so. Hä? Und ich kann hier auch nicht reingehen irgendwie. Nee. Ich verstehe es nicht. Egal. Lassen wir den halt, den Scheißaffen. Hier kann ich auch nicht rein. Hier auch nicht scheinbar. Und hier auch nicht. Toll, überall ist zu. Hier auch nicht. Wow! Was hört ihr hier für Musik, verdammt? Was? Irgendwo ging gerade eine Tür. Aber wo? Wollt ihr mich verarschen? Moment. Moment, das möchte ich testen. Yeah! War klar. Was, dumm? Penner, du. Hier ist jemand. Ah, du magst es wohl gern nicht, was? Fick dich, du Typ. Da werden einfach nur Typen aus der Tür rausgeschossen. Das ist komisch. Da vorne! Vielleicht sollte ich mich beeilen. Der Typ mit seinem Koffer ist gerade da vorne langgelaufen. Was? Ich habe den Affen schon wieder gehört. Hier drin. Nee, nicht hier drin. Aber hier drin kann ich wieder einen Schluck trinken. Diesen verkackten Affen würde ich jetzt gerne noch finden. Da! War das der, den ich immer gehört habe? Ich habe keine Ahnung. Wo gehe ich überhaupt lang? Ah, da war ich schon, offensichtlich. Gut, kann ich mir merken, wo ich schon war. Finde ich gut. Aha. Ist da oben jemand? Mach auf da. Ja gut, wieder mit der normalen Technik. Sie kann nicht richtig trinken, sie kann nicht richtig Türen öffnen. Was für ein armes Mädchen. Ja? Ist da jemand? Nee, bisher nicht. Ja, bestimmt gleich. Hier könnte ich schon wieder einen Schluck nehmen. Warum? Verstehe ich nicht. Nun? Ich muss echt immer den Kerl verfolgen, oder? Runter da! Immerhin ist die Musik fröhlich, nicht wahr? So. Warum lebt er noch? Stilpunkte. Aha, ja, ja, habe ich verstanden. Im Hechten das zu drücken, um ins Rutschen zu gehen. Was? Ja, ja. Diese ganzen Ninja-Typen hier. Muss ich einfach nur alle töten, oder was? Ja, leck mich. Ich hoffe, ihr bumst nicht. Was? Ich hoffe, ihr bumst nicht? Was zum? Hey, was ist los mit dir? Ich hoffe, ihr bumst nicht. Na los, Mistkerl. Strengt ihr euch überhaupt an? Ja, mit dem Schwert geht's irgendwie um einiges besser. Verabschiedet euch schon mal. So.
Ja, das auch. Noch nie geschossen, was? Waren das alle? Sieht so aus. Mädel, das war ein Basketball und kein Fußball. Nicht mal das kann sie. Ernsthaft. Kann ich jetzt den Ball noch in die Luft jagen? Also ich meine in die Luft jagen, ne, versteht schon. Ne, scheinbar nicht. Gut, ich sehe auf die Uhr und ich würde sagen, weit spielen wir nicht mehr. Noch eine Passage, komm. Noch eine Passage. Ja, auch wenn es irgendwie komisch ist, es macht doch irgendwie Spaß. Muss ich sagen. Wow, kann ich mich auf das Motorrad setzen? Natürlich nicht. Okay, Lift fahren. Du bist echt eine Frau der großen Worte, kann das sein? Scheinbar. So, ich bin da. Oh, und dieser miese Penner flüchtet schon wieder. Das darf nicht wahr sein. Aha. Diese Tür da muss zugehen. Oh, den zu treffen ist echt nicht leicht. So. Habt ihr nun davon? Wo sind all die Kerle? Muss irgendwie das Ding da kaputt machen. Schnell! Was zum Teufel ist denn hier los? Ja, finde ich auch. Kann ich eigentlich unter dem Auto durchrutschen? Yeah! Ultra Move hier. Ha! Leck mich. Oh, und jetzt noch dieses Ding hier zerstören, aber schnell. Was ist denn das? Schießen für Anfänger? Ja, what the fuck? Du verdammter Dreckspenner. Ihr kämpft ja wie Katterkreise. Langsam und verwackelt. Ja, das auch. Oh, nimm das mit und Eppa. Ja, spring jetzt halt ab. Nein, du sollst von dieser Stange weggehen. Ey, geh jetzt von dieser Stange weg. Ja, ich wollte schon sagen, warum treffe ich denn nicht? Ja, hab genug davon. Mensch, bin ich gut. Naja, es geht. Gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Du mit deiner Waffe, leck mich. Dann das hier noch kaputt. So. Du bist tot. Dann bist du dran. Yes. Und dann noch du hier. Noch Fragen? Ich glaube nicht. Ausgezeichnete Abschlusszeit. Wow. Ja, Akrobatik-Skills nicht so gut, also schlecht. Und Multiplikator ist auch gut. Ja, ich möchte selbstverständlich noch so einen Teil haben. So, und damit werde ich sagen, Leute, das war's mit dem Game zum Montag von heute mit Wet. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Montag. Macht's gut oder besser. Tschüss.